Willkommen zurück bei Los Forestos. Ich war so auf dem Weg, ein paar Rehe zu holen für meinen coolen Sessel. Und dann kommt da auf einmal eine fette Armee, wo ich die zwei Ureinwohner so von ihrem Weg runtergeprügelt habe. Und da dachte ich mir einfach mal so, ich tue die Aufnahme durchstarten. Eigentlich wollte ich das außerhalb der Aufnahme machen. Aber ich werde dann halt in dem Fall weniger reden und mehr davon laufen. Dann wird das nur so eine langweilige Folge für euch. Aber egal. Ich würde einfach nur so tun, als wenn ich gar nicht aufnehmen würde. Aber bloß nichts Falsches, gell? Oder ich meine damit halt nichts Unsinnvolles. Ich weiß ja nicht, was du jetzt gerade mit diesen 30 Stöcken vorhast. Ansonsten ist auch egal, mach was du willst. Ich baue mir gerade so ein Holzwili, wo man seine Rüstung aufhängen kann. Okay, so wie ich eine habe. Ja. Weil ich habe da ja meine Mutantenrüstung so langsam drauf. Ja, und ich tue da jetzt meine Holzrüstung da praktisch stellen. Weil die scheiß ein Bewohner oder andere putzen mich immer so meine Rüstung niederprügeln. Ja. Und ist das ich 20? Ja, ich habe 20. Ah, stimmt, wenn ich den Trampelpfad weiter folge, dann komme ich zu dieser einen Location da. Zum Anusloch. Anus. Sieht so komisch aus, wenn man hier noch die Bäume hat. Aber sonst kann ich mich daran erinnern, dass hier alles abgeholzt war. Es wird ein wenig dunkel. Darunter, ohne dass ich mir die Beine breche. Das ist dunkel. Dann geh rein und tu Z drücken. Ich habe so ein Shelter gebaut. Das ist süß. Na, dann kann ich schlafen, bis es dann wieder Tag wird.
Fall in der Nacht zu jagen, das ist eher was für Vollprofis. Und normalerweise müssten hier auch tausende Rehe rumlaufen. Oh, das Lagerfeuer ist immer noch gut. Hier ist so ein Hase. Oh, ich rein. Ist ein Hasen frei. Dass ich mit einem Pfeil so einen Stickast durchschießen kann, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, es hängt fest. Ich bin im Hase. Kann auch mal leicht reinlaufen. Ich sag nur, die ganze Zeit Hase. Der Hase hat ja nichts gesagt. Ich wollte doch noch Rehe jagen. Ich muss hier abhauen. Wieder fast down. Also kann ich das so. So, das jetzt. Hab was aus dem Ding. Q gedrückt. Aber wie gesagt, jetzt hast du mich gehört, ne? Natürlich höre ich dich. Glaube, ich gehe mal zu dir. Ja, bitte. Ha. Geht doch. 1000 Pfeile verschießen und nicht einmal den Lurch getroffen. Den hole ich mir aber noch schnell, bevor die Kannibalenhorde kommt. Oh, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Habe ich hier noch einen Pfeil? Nein, habe ich nicht. Ah, zum Glück ist da eine See. Ich habe Hunger, kommt her. So, wer ist als erstes dran? Nimmt euch mal den Jungen. Traumfertig, stopp. Moin. Fangen Sie ab. Voll in die Augen rein. Ich hab hier einer. Ich hab hier einen Tussi gefahren. Habe ich da wieder verdorbenes Fleisch? So, eine Olle ist auf 100, die Tuss habe ich gerade. Du müsstest mir Begleitschutz geben in dem Fall. Der Vogel will wieder in die Hölle.
Weil da vorhin waren da 5 oder 6 so Kannibalen. Dann müsste ich so sauber. Da könnte man gerade Katana so sauber ist, aber jetzt habe ich es. Hättest du auch was zu essen wollen? Ach so, weil es regnet, verbrenne ich gar nicht so. Blöd, dass der mit der Armbrust immer wieder nachladen muss, wenn man die neu ausrüstet. Also bei mir nicht. Deswegen kann ich nicht. Ja, Ich aber ich aber nicht. brauche Rehfell. Das ist eine Höhle. So, ich hab Durst. Dann bin ich mir ne Fang da kurz. Ich habe gar nichts zum Trinken mitgenommen. Das heißt, ich kriege meinen Bogen raus. Klatsche ich mir halt eine Durchrüstung drauf, wenn meine Knochenrüstung wieder runtergeprügelt wurde, Ja. wie so ein Fingerschnitzen. Kann man nicht irgendwie so einen Kumpfschrei machen? Und was? Kumpfschrei! Rumpfschrei. Oh. Warum? Ah, da kommen die Krähe. Ach so, meintest du das? Ja. In so einen Hornblasen. Büh. Der neue Jäger. Ich habe mal einen Fehler. Oh. Jetzt haben wir daneben geschossen. Warum hast du einen Reh gefunden? Manu, komm zu mir. Ich renne so schnell ich kann. Ich hab verprügelt sich. Doch gut, da ist eine Höhle. Wer bist denn du gegangen? Ich höre sie schon von oben runter schreien. Kettensäge drauf. Möchtest du die alle verbrennen oder? Durch die Bäume prügeln. Da atmet noch irgendeiner. Oh mein Gott! Da ist irgendwo ein Fetti. Ja, da ist ein fertiger Mann 2. Und zwei. Ja, das bin ich. Dann pass auf, Fetti kann uns nicht sehen. Ich weiß, ich verstecke mich gerade beim Busch. Versteckt. Gerade wo hier noch Leichen rumliegen.
die in meine Richtung? Oh ja, die kommen in meine Richtung. Also Fetti ist runtergeflogen. Wow! Mann, ich bin tot! Oh ja, das kann ich wieder zu meinem Vorteil nutzen. Wie die Bäume da fällen. Der ist glaub tot. Mich rein oder so? Ja, mach ich grad. Noch mal so eine Bombe. Muss gucken. Bei dem Zahnrad-Symbol wird dir angezeigt. Mal hast du vielleicht weggeholt? Nee. Verdammt. Ich bin fast alle. Naja. Dann gehen wir weiter. Wieder mal ein Bildschirm ausrüsten. Ich will noch kurz das Lagerfeuer kaputt machen. Und somit noch schnell Tschüss bis zum nächsten Folge. Ciao.